Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, Need for Speed Underground. Aber mit einem Twist. Und zwar habe ich da zwei Mods drauf installiert, weil ich wollte das Spiel so ein bisschen moderner, frischer erleben. Und ja, vor kurzem hat ja der Lukas, also LPN05, ein Video zu den Mods RTX Remix hochgeladen. Das war auch ein Video von ihm, wo es darum ging, ja, dass Modder einfach die RTX-Technik oder dieses Toolkit, was es inzwischen von Nvidia gibt, alle Spiele so ein bisschen modernisieren kann. Und das haben sich so ein paar, ja, Need for Speed-Fans zu Herzen genommen oder, ja, die wollten einfach das Spiel ein bisschen moderner umsetzen und dementsprechend, man braucht nur das originale Spiel und diese Mod, die implementiert auch gleichzeitig den Widescreen-Fix. Das ist ein separater Mod eigentlich, oh mein Gott, ich muss jetzt mal ein bisschen hier zurechtkommen. Ja, die implementiert zum einen den Widescreen-Fix, womit man dann seine eigene Bildschirmauflösung einstellen kann, so wie man sie haben will, und gleichzeitig den RTX-Modus. Der ist sehr, sehr, sehr hardware-hungrig. Also eigentlich ist er gar nicht so hardware-hungrig, aber performance-hungrig. Und dadurch bin ich dazu gezwungenermaßen, musste ich meine Grafikeinstellung für den RTX-Modus komplett runterschrauben, damit ich das einigermaßen flüssig spielen kann. Ab und zu gibt es trotzdem ein paar Ruckler. Aber ich denke mal, das sieht trotzdem ziemlich schick aus. Das Einzige, was sofort auffällt, ist natürlich der Schatten vom Fahrzeug, der ist so ein bisschen abgehoben, also das ist eher ein weißer Schatten, aber das weiß ich jetzt nicht, wie man das beheben kann, das liegt, glaube ich, an den Grafikeinstellungen, die ich hier allgemein gewählt habe, um es einigermaßen performant laufen zu haben. Und zugleich gibt es in dieser Version, die wir hier spielen, noch einen Bug. Naja, was heißt noch ein Bug? Die Entwickler arbeiten noch daran, dass die Fahrzeuglackierung alle schön glänzend aussehen. Momentan sind die eher so seidenmatt glanz. Also man kann es hier ganz gut erkennen. Aber ich denke mal, das ist der einzige Punkt mit der Performance, was wir sozusagen, wo wir zurückstecken müssen. Aber ja, warum will ich das eigentlich machen? Ich muss mir jetzt hier mal Go Underground gehen. Der Hauptgrund ist, zum einen, ich habe ja jetzt vor ein paar Tagen meine letzte, am Sonntag, eine neue Videoreihe gestartet. Ich habe schon wieder Sprachfehler hier des Todes. Diese Videoreihe heißt Zurück in die Kindheit und da beinhaltet, da geht es um Spiele, die ich in meiner Kindheit gespielt habe, meistens nie durchgespielt habe und einfach meine alten Spiele, die ich ja aus meiner Kindheit kenne, einfach nochmal neu erleben will. Mit über 20 Jahren später sozusagen. Also teilweise 15 bis 20 Jahre, auch 10 Jahre. Und Need for Speed ist zwar eins dieser Spiele, was ich damals durchgespielt hatte, aber seitdem ich das damals durchgespielt hatte, in meiner Kindheit nicht ein einziges Mal wieder gestartet. Vielleicht ein oder das andere Mal, aber da kann ich mich auf jeden Fall nicht so gut dran erinnern. Worauf ich aber hinaus will ist, durch diese RTX-Feature ist es mir ein bisschen schmackhafter gemacht worden und ich möchte einfach das Spiel nochmal durchspielen mit euch, deswegen wird das nicht in der Zurück in die Kindheit-Serie stattfinden, sondern in einem separaten Let's Play. Und die gleiche Mod, das ist eine ähnliche Mod, aber die das gleiche sozusagen beinhaltet, gibt es auch für Underground 2. Das heißt, wenn wir Underground 1 durchgespielt haben, werden wir direkt im Anschluss Underground 2 spielen. Deswegen, ich würde sagen, wir reden nicht weiter rum und ich starte direkt einfach mal. Die Cutscenes und sowas sind natürlich nicht in RTX, das ist ja klar. Sind auch nicht hoch skaliert worden. Aber das sollte uns eigentlich nicht stören. Und da geht's los. Ja, auch hier Ladebildschirm. Natürlich nicht ganz angepasst. Aber ich habe da so Bock drauf. Es war einfach meine Kindheit. Es gab so Momente oder Rennen, wo ich so frustriert war. Und ich weiß auch noch ganz genau, ich hatte da damals einen Rechner, der überhaupt nicht leistungsstark war. Und als Underground 1 rauskam, ich hab's Gott sei Dank bekommen. Ich
weiß gar nicht, ich glaube sogar mein Onkel hat mir das gekauft, weil er auch so ein Autofanatiker war. Auf jeden Fall war mein Rechner so, so schwach, dass ich wirklich auf die schlechtesten Grafikeinstellungen spielen musste. Und selbst in den schlechtesten Grafikeinstellungen war das Spiel wirklich, das lief glaube ich nur auf 10 FPS oder so, das hat so krass geruckelt. Also das ist mir wirklich so im Kopf hängen geblieben. Und das gleiche hatte ich natürlich bei Underground 2 auch. Ja, hier haben wir es schon wieder. Also dieser RTX-Modus, der bringt uns trotzdem in ein paar Sequenzen auf jeden Fall in so einen Zeitloop-Modus. Aber ich denke mal, das können wir ganz gut verkraften. Dafür sieht die Grafik einigermaßen ansprechend aus. Auch wenn noch nicht alles ganz passt. Ich denke mal, das wird sich mit der Zeit legen. Vielleicht bin ich auch zwischen den Aufnahmen mal kurz Zeit, vielleicht noch mehr zu optimieren. Aber fürs Erste reicht mir das so eigentlich. Ja, und dann irgendwann habe ich, glaube ich, nach einem halben Jahr oder so den alten Rechner von meinem Vater dann bekommen. Und ich habe immer die alten Rechner von meinem Vater bekommen, die er ausrangiert hat, wenn er sich einen neuen zusammengestellt hat oder gekauft hat, je nachdem, mal so, mal so. Und ja, dann habe ich halt seinen Rechner bekommen und der war tatsächlich sogar ein bisschen besser. Das heißt, da konnte ich auf Mindesteinstellungen oder Medium-Einstellungen das Spiel einigermaßen flüssig spielen, was mich dann auf jeden Fall sehr gefreut hat. Aber gleichzeitig habe ich auch, ich glaube, PS2, irgendwann bei meinem Cousin dann auf der PS2 spielen können. Also ich habe sozusagen dann zweimal irgendwie nach und nach durchgespielt, in einem ganz kurzen Abständen sogar. Das ist auf jeden Fall das, woran ich mich noch ganz stark erinnern kann. Aber vielleicht fällt mir das eine oder andere auf jeden Fall noch während des Spielverlaufs ein. Hier haben wir, also auf jeden Fall, wenn sehr viel Beleuchtung ist, das haben ja die Entwickler, die Beleuchtungsquellen haben die Entwickler sozusagen alle selber platziert, weil damals hat die Engine noch ganz anders funktioniert, was Beleuchtung angeht, weil das Spiel ja dauerhaft bei Nacht spielt. Da gab es keine dynamischen Beleuchtungen und das haben die RTX-Entwickler hier auf jeden Fall alles händisch platziert sozusagen und dementsprechend bei Spots, wo sehr, sehr viel Beleuchtung ist, da läuft das Spiel auf jeden Fall nicht ganz so flüssig, weil das da sehr viel Licht berechnen muss. Genau, aber da haben wir das erste Rennen beendet. Davon träumst du? Das ist Eddie. Sieh ihn dir gut an. So sieht ein Gewinner aus, der absolut Respekt verdient. Nicht nur der Wagen, das Können zählt. Also, welcher dieser Wagen gehört dir? Ja, 10.000 haben wir. Oh, dieser Soundtrack, ne? Der ist so geil, den könnte ich heute noch die ganze Zeit hören. Golf GTI habe ich damals ziemlich oft genommen, aber da ich ja jetzt mittlerweile eher so auf der JDM-Schiene laufe, glaube ich, werde ich mich auch sogar für den Civic hier entscheiden. Der Peugeot ist absolut nichts. Der MX-5, der NB, der ist wirklich der MX-5, den ich am wenigsten ansprechend finde. Oh, Dodge Neon. Ich glaube, den hatte ich auch ein, zwei Mal genommen. Einfach nur aus Gag. Aber wir werden uns auf jeden Fall für den Honda Civic entscheiden. Mann, das war echt schwach. Naja, wenn du meinst. Hey, Loser. Kann ich dir helfen? Packen wir es. Nur wir beide, du und ich. Das kriegen wir locker hin, komm. Du willst der Beste sein? Dann mach die Jungs hier alle. Wenn du verlierst, bist du verloren. Alles klar? Toll. Dann los. Alles klar. Hier findest du die aktuellsten Rennen. Die Rennkarte zeigt dir, wo was abgeht. Okay. Windrift, Drag. Ja, okay, mit unserem Honda Civic eigentlich ziemlich schlecht. Aber man sieht tatsächlich gerade, das ist mir gar nicht in Erinnerung geblieben, dass man oben sieht, wie viele Rennen man insgesamt machen muss. Also 111 Rennen beinhaltet die Kampagne, wenn ich das richtig verstehe. Wir nehmen erstmal Rundkurs. Hey Bruder, ich bin José. Sam sagt, ich soll dich im Auge behalten. Meint, du würdest die Straße auf den Kopf stellen. Willkommen auf der Straße und mal sehen, was du so kannst. Dein erster Schritt zum Respekt sei schneller als Joe's oder José und zwei anderen im Zwei-Runden-Rennen am Olympic Square. Ich nehme erstmal Mittel. Ich muss mich erstmal einfahren. Was mir aber jetzt gerade schon aufgefallen ist, teilweise. Was wollte ich sagen? Achso, dass so ein paar Abschnitte hier aus der Map mir sehr, sehr, sehr
bekannt vorkommen. Also klar, die Map so an sich, oder die Maps, ist ja keine Open World hier. Die kenne ich teilweise ja auch noch ganz gut. Aber was mir, weil hier haben wir wieder auf jeden Fall sehr Low-Modus, sage ich mal. Also hier ist es auf jeden Fall nicht so performant. Bestimmte Abschnitte erinnern mich übelst stark an Underground 2. Ich denke mal, das ist einfach so das Setting mit diesen komischen grünen Beleuchtungen und sowas und diese ganze Lichtstimmung. Das ist ja im Prinzip original wie bei Underground 2. Man könnte eigentlich meinen, dass sie hier die Maps von Underground 1 genommen haben, alle zusammengeschnitten haben, so wie, genauso wie dieser Abschnitt hier gerade. Und einfach dann in Underground 2 einfach so zu einer ganzen Karte hinzugefügt haben. So fühlt sich das für mich manchmal so ein bisschen an, wenn ich mir so Videos von Underground 1 angesehen habe. Unsere Karre, ne, die läuft wirklich nicht rund. 185 km/h, klar, aber es ist auch grad, auf jeden Fall gerade sehr, sehr, sehr low. Das ist übelst krass. Ich kann euch ja mal gleich eben demonstrieren, wie das aussieht, wenn wir mal den RTX-Modus deaktivieren. Ich weiß, links ist ein Shortcut, aber den habe ich damals auch oft versucht zu benutzen und habe wirklich dann oft Unfälle gebaut. Warte, mal geraden. So, kurz Pause. Dazu muss man, wenn man den Modus installiert hat, oder den Mod eher gesagt, Alt-X drücken. Ja, jetzt spinnt das hier ein bisschen rum, weil ich den Controller aktiviert habe. Lassen wir uns davon aber jetzt nicht ablenken. Wenn wir jetzt hier bei Content gehen und alles deaktivieren, wir können ja mal ganz kurz fahren. Dann fahren wir auf jeden Fall ohne diese ganzen Assets. Content-specific settings allows control what type of asset remix should replace. If any, genau. Da könnten wir jetzt nur die Beleuchtung tauschen, also aktivieren, oder nur die Modelle oder nur Materialien. Okay, ich muss das jetzt hier mal ausmachen, sonst. Boah, das geht mir richtig auf die Ohren. Ja, da sieht man, dass es wirklich sehr düster ist. Okay, teilweise ist hier noch was vom Mod aktiviert, weil es ist gerade arg dunkel. Normalerweise ist es ja nicht so. Aber ja, so in der Art sah es aus, nur ein bisschen heller zumindest. Aber auch hier läuft es nicht ganz so flüssig. Ich würde aber sagen, ich aktiviere das eben mal ganz kurz. Ich pausiere auch mal, damit ihr nicht dieses eklige Geräusch wieder hören müsst. So, ich habe es jetzt mal wieder zurückgestellt. Und ich habe jetzt nochmal anstatt Performance-Modus, habe ich Ultra-Performance-Modus gewählt. Okay, ich wollte gerade sagen, läuft ganz gut, aber jetzt eben gerade ist er wieder langsamer geworden. Man sieht, dass es hier und da so ein bisschen unschärfer geworden ist, vielleicht, wem es aufgefallen ist. Aber auf jeden Fall dachte ich, dass ich damit auf jeden Fall das ein bisschen flüssiger machen kann, aber dem ist nicht so. Aber ich denke mal, in dem Modus werde ich erstmal weiter spielen. Also ich habe jetzt schon wirklich die schlechtesten Einstellungen gewählt, die man wählen kann. Und trotzdem läuft es immer noch nicht ganz flüssig, wie jetzt gerade. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, zwischen den Folgen immer wieder mal so ein bisschen was zu optimieren. Aber viel kann ich da auf jeden Fall auch nicht rausholen. Also selbst der Lukas hat in seinem Video gesagt, dass er wirklich auf... Also ich weiß nicht, auf welchen Einstellungen er gespielt hat, vielleicht habe ich es auch überhört. Aber er meinte auch, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer auf seinem Rechner zu spielen. Und ich habe einfach nur eine RTX 3060 mit einem Ryzen 5 3600X. Also jetzt ist es auch kein wirkliches Hardware-Monster. Aber trotzdem, das ist einfach so ein altes Spiel, mit ein bisschen RTX-Einstellungen nicht flüssig zum Laufen kriegt, ist schon krass. Ich meine, wenn wir jetzt den Mod deaktivieren würden, dann würden wir locker 300 FPS oder sowas hier rausholen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Aber ihr könnt ja mal dazu schreiben, falls ihr mal ein, zwei Folgen ohne den Grafikmod spielen wollt oder es bei mir sehen wollt, dann kann ich das auf jeden Fall einrichten, dass ich da mal ein, zwei Aufnahmen separat aufnehme, die dann nicht die Mod beinhalten, um einfach mal so einen Kontrast zu haben. Genau. Okay, wir haben jetzt, wegen dem Powerslide haben wir nochmal ein bisschen Style-Event-Punkte bekommen. Für den Sieg und Rufmultiplikator. Glückwunsch, 500 Konto auf, kommen auf dein Konto, sehr schön. Und das andere war wohl unser Ruf. Okay. Lass mal Wagen tunen. Hey, wie sieht's aus? Gefällt's dir? Dann musst du siegen. Kein Sieg, keine fetten Autoteile. Hier kannst du deinen Wagen einrichten und den absoluten Straßenrenner bauen. Auch ein weiterer Grund, warum ich jetzt
Need for Speed unter anderem als Projekt angefangen habe, ist einfach... Auch dein Wagen kann gut aussehen, wenn du ein paar Veränderungen vornimmst. Wir machen erstmal nur Felgen und Fahrwerk. Standardfelgen bringen's einfach nicht. Wähle hier einen besseren... Okay, ist jetzt ein bisschen schlechte Lichtstimmung hier. Ja, mein Kanal ist ja eigentlich so darauf ausgelegt, dass ich hauptsächlich so Spiele, die sich mit Japan beschäftigen oder sowas in der Art, also Asien eher gesagt. Ja, aber irgendwie kamen die Videos absolut nicht an, also Ghost of Tsushima. Rise of Ronin kam überhaupt nicht an. Was habe ich noch gespielt? Mir fällt es gerade gar nicht ein. Also da waren zwei, drei Projekte, die wirklich anfangs so, wo ich dachte, ja okay, kann vielleicht mal... Achso, ja. Like a Dragon, Infinite Wealth, also Yakuza. Und Sengoku Dynasty. Ich weiß nicht warum, aber die Spiele laufen bei mir auf dem Kanal absolut nicht. Was ich super schade finde, weil ich liebe diese Spiele. Ich finde die super geil. Oh, ich glaube, die sind ganz gut, ne? Das ist so Mugen-ähnlich. Ja, die laufen absolut gar nicht auf meinem Kanal, obwohl das so richtig meine Favoritenspiele sind. Weil das ja genau der Stil ist, den ich auf meinem Kanal haben will. Aber dadurch, dass sie nicht laufen, denke ich mir, warum soll ich mir unnötig Zeit und Arbeit machen, also Zeit verschwenden und Arbeit machen, wenn die Videos eh keiner guckt. Dann kann ich auch genau das hochladen, was vielleicht der eine oder andere mehr gucken will. Und ich hatte es zu Anfang ja auch immer so gemacht, dass ich, wenn ich zwei Projekte am Laufen hatte, einmal ein Rennspiel oder ein Autospiel zumindest im Projekt habe und ein anderes dann halt Action-RPG-mäßig, so wie ich es ja jetzt mit der Tomb Raider-Trilogie am Laufen habe. Deswegen denke ich, vielleicht kommt das ganz gut, wenn ich, sag ich mal, für beide Lager, also für Team Action-RPG und dann für das andere Team Auto, Kategorie das jetzt mal als Auto, also alles, was mit Rennen und Fahrzeugen zu tun hat, so dass für jedes Lager jeden zweiten Tag mindestens ein Video kommt. Deswegen denke ich mir, ja, das sollte eigentlich ganz gut passen. Es gibt eine große Auswahl an Upgrades, mit denen dein Wagen so richtig... Oh, wir haben nur noch $100. Also wir haben eigentlich unser ganzes Geld gerade schon verbraten. Zubehör. Erst mit den ganzen Extras aus dem Zubehör wird dein Wagen spitz. Können wir nicht tiefer legen? Hier kannst du Upgrades kaufen und einbauen, um aus einer Katze einen Löwen zu machen. Okay, dafür brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Ruf, aber scheinbar steht hier nicht, wie viel wir dafür brauchen. Aber okay, neue Felgen reichen eigentlich, oder? Ja, wir können ja hier eh noch nichts machen. Aber neue Felgen sind eigentlich schon ganz gut. Und weitere Stoßstangen und so weiter kosten die ja schon wieder. Also Geld ist ja auf jeden Fall Mangelware gerade bei uns, aber zumindest haben wir schon mal neue Felgen. So, Sprintrennen. Ich würde sagen, da gehen wir einfach mal direkt auf schwer, damit wir ein bisschen mehr Geld in unsere Kasse kriegen. So, let's go. Okay, hier, der Start ist auf jeden Fall schon ein bisschen flüssiger gewesen. Ich hoffe ja, dass sie mit der Zeit, wenn sie die Mods updaten, also wenn sie zumindest die Fahrzeuglackierung angepasst haben, auch ja so Scheinwerferprojektion auf jeden Fall irgendwie umsetzen können. Ich glaube, das wird ziemlich schwer, aber ich glaube da an die Jungs, weil das, so wie der Lukas das erzählt hat, ich habe es ja nicht ganz, also nicht selber mitbekommen, weil ich ja nur durch ihn aufmerksam geworden bin auf diese Mod. Aber er hat erzählt, dass dieses Problem damals auch bei Underground 2, bei dieser Underground 2 RTX Mod, ich glaube, wir starten direkt mal neu, sonst ist das hier alles für die Katz. Genau, bei der Underground 2 Mod, die ja zuerst rauskam, bevor die Underground 1 Mod rauskam, da hatten die Entwickler auch das Problem, dass die Fahrzeuglackierung einfach nicht irgendwie perfekt hingekriegt haben. Aber scheinbar haben die das jetzt hinbekommen. Deswegen ist man da in der Hoffnung, dass es auch... Oh, den haben wir rausgedrängt. Ja, dass sie das hier mit auch hinbekommen. Ich entschuldige mich auch jetzt schon mal an dieser Stelle dafür, dass ich mich so oft wiederhole und stocke beim Reden. Aber ich bin wirklich, was sowas angeht, wo ich mich wirklich konzentrieren muss aufs Rennen und dann auch noch irgendwie was Sinnhaftes zu erzählen, so meine Schwierigkeiten habe. Da bin ich auf jeden Fall nicht so der Geskillte drin. Aber ich hoffe,
ihr kommt damit klar, es ist ja auch authentisch. Es ist ja auch authentisch. Also, das kann ja nicht jeder. Das lernt man, denke ich mal, so mit der Zeit, wenn man so Let's Plays oder allgemein YouTube-Videos aufnimmt und darüber redet. Ich denke mal, das kommt mit der Zeit. Das ist einfach so ein Skill, den man sich aneignen muss, den man trainieren muss. Deswegen verzeiht es mir. Ja, deswegen war ich stehen geblieben beim Underground 2 Mod. Werden wir auch dann, wenn wir, wie schon erwähnt, diese Reihe hier durchhaben, also Underground 1, werden wir auf jeden Fall dann Underground 2 direkt in Angriff nehmen. Okay, hier ist wirklich super arg dunkel gerade. Eieiei. No! Er zieht einfach durch. Oh Mann. Oh, wir sind auch gleich am Ziel, ne? Alter, kurz vom Ziel. Naja, okay, aber das nehmen wir jetzt so hin. Oder war das nicht so, dass man jedes Rennen wirklich als Erster abschließen muss? Das wäre natürlich super scheiße für uns. Werden wir es aber gleich herausfinden. Ah. Okay, wir müssen es wirklich nochmal machen. Also scheinbar muss man jedes Rennen als Erster abschließen, damit man auch weiterkommt. Dann probieren wir es halt nochmal. Na komm. Lass mir keinen Fehler passieren. Was ich auch ziemlich krass finde, ich habe im Vorhinein natürlich versucht, meine Controller-Einstellung hier bestmöglich anzupassen. Und man kann, so wie ich das jetzt hier mitbekommen habe, oder auf jeden Fall habe ich es nicht hingekriegt, mit den R2 und L2 Tasten Gas und zu Bremse, also Gas und Bremse einzustellen. Das hat beim besten Willen einfach nicht funktioniert. Oh, das Lied, das kenne ich auch noch. Das war auch super geiler Ohrwurm für mich. Der hat mich immer richtig zum Ruhm gebracht. Und dementsprechend bin ich dazu gezwungenermaßen übergegangen, dass ich mit X und Viereck, so wie es damals war, Gas und Bremse belegt habe. Und ich merke jetzt schon, wie es auf meinen Daumen geht, wenn ich hier alles auf X Gas geben muss. Das bin ich einfach nicht gewohnt. Das war auch damals schon für mich teilweise anstrengend, ja, so Autorennen zu spielen. Also ich war eigentlich schon ziemlich froh, als dann so damals die ersten Spiele kamen, wo L und R2 als Gas und Bremse implementiert worden ist. Wenn man da einfach viel feinfühliger ist, klar, hier gibt es keine direkten Achsen, wie weit man die Trigger reindrückt, abgefragt werden. Aber allein damit einfach schon Gas und Bremse durchzudrücken, wäre für mich um einiges leichter. Aber okay, dann ist es halt so. Aber jetzt haben wir wenigstens die Kurve hier mit dem Shortcut genutzt und sind auch immer noch vorne. Und die anderen sind eigentlich ziemlich weit hinten noch, was ganz gut ist für uns. Wir müssen auf jeden Fall die ganzen Baustellenhütchen hier entfahren, weil die bremsen einen ziemlich gut aus. Fahrphysik, ne? Die ist wirklich... Also die ist mir wirklich hängen geblieben im Kopf. Daran kann ich mich super gut noch dran erinnern, dass die so, ja, so ein bisschen träge war. Manchmal nicht nachvollziehbar, aber trotzdem ganz geil. Ja, 725, denke mal, wir fahren einfach weiter. Oh, Drift, ey. Krass, Kid, das ist abgefahren. Noch ein Überläufer in der Drift-Szene. Zeig mal deine Moves. Ich bin Dirt und stehe gern quer. Ich würde sagen, wir wählen direkt auf schwer aus. Auch wenn ich irgendwie ganz viel Angst habe. Ja, bezüglich einfach mit einem Fronttriebler zu driften. Aber wir werden es probieren, weil ich glaube, hier war ja dann eine ganz andere Engine drin, ne? Oder eine andere Physik. Ja. Ich weiß gar nicht, was müssen wir denn hier machen. Ich glaube, nach jeder Runde wurde dann die Rangliste aktualisiert. Und dann konnte man immer sehen, auf welchem Platz man ist, ne? Ja, genau. Aber ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, auf R1 hat sich Handbremse belegt. Ich habe das vor ein paar Tagen erst hier alles installiert und eingestellt, aber ich wusste nicht mehr so genau, auf welchen Tasten ich hier was habe. Ah, ist das geil hier.
glaube, die Driftrennen, die haben mir damals schon mit am meisten Spaß gemacht. Und die Drag Rennen, so. Die hat mir damals auf jeden Fall mit am meisten Spaß gemacht. Auch wenn da manchmal so ein paar Rennen waren, die wirklich tricky waren, haben die mir ja doch mit am meisten Spaß gemacht. Glückwunsch, du hast Menü Level 1 Tier freigeschaltet. Geil, Driftstrecke 1 freigeschaltet. Okay, okay, Leistung haben wir immer noch nicht, dazu brauchen wir mehr. Handeln. Manchmal ist dein Wagen einfach schlecht. Autohaus. Tausch ihn hier ein und weiter geht's. Wie geil ist das denn? Das ist wirklich ein geiles Feature, dass man sein Fahrzeug ein... Ah, stimmt, aber man konnte, glaube ich, auch nur ein Fahrzeug haben, ne? War das nicht so? Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein teures Fahrzeug kauft, dann muss man nur noch drauflegen, was das eigene Auto wert war. Und wenn das Fahrzeug, was man kaufen will, billiger ist, kriegt man sogar Geld rückerstattet. So wie bei dem Golf 4 hier, in dem Fall. Sogar Golf 4 GTI. Krass. Ist mir nie aufgefallen. Und was mir auch gerade auffällt, dass die Felgen drauf bleiben, die man auf dem vorherigen Fahrzeug hatte. Das ist wirklich cool. Schürzen würde ich sagen, machen wir später drauf, wenn überhaupt. Gut, die Gelockten kann man gar nicht sich angucken. Ich weiß halt nicht, das wird für mich eine ganz schwierige Entscheidung sein, weil das alles ziemlich ricey aussieht. Was, wenn ich das jetzt kaufe? Ich sehe es ja eh nicht, ne, wegen diesem Mod. Oder wegen den Einstellungen von meiner Grafikmod. Okay, man kann eigentlich absolut noch gar nichts machen, ne? Auch die... Okay, Folierung sieht man ja auch noch nicht. Blau. Gelb. Rot. Komm, wir nehmen Gelb. Gelb wird unser Fahrzeug. Felgen. Die lassen wir so ein Gunmetallic. Gunmetallic, was laber ich da? Gunmetal. Hier gibt es. Vinyl. Seite. Tier. Oh, schwierig. Ja, wobei, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich mag solche Dinger, die über diese Akzentkante hier gehen. Genau, über solche Kanten, wenn da so Folierungen langlaufen, die diese Kante da sozusagen schmeicheln. Das finde ich immer ganz cool. Das andere ist schon alles zu abgefahren, ne? Aber so, das passt einfach so zu Underground und Fast and Furious. Aber wo waren die? Hier, ne? Wird. Kann man da irgendwie noch die Farbe bearbeiten? Ne. Einfach nicht. Naja, okay. Schichtanordnung, genügend Farbe. Nein. Kommen wir nicht runter? Okay, vielleicht geht das noch gar nicht. Oder nur bei bestimmten Vinyls, wer weiß das schon. Ich würde sagen, wir fahren weiter. Drag. Ich bin Derek, aber Clutch für meine Freunde. Dich nenne ich Glückspilz, denn du wirst viel Glück brauchen, um mich zu schlagen. Okay, danke. Jetzt ist meine Frage nur, auf welchen Tasten hat dich das belegt gehabt? Mann, wieder schwer. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. War es vielleicht L und R2? Ja, das war's. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was optimal war für den Start. Schlecht geschaltet, stimmt. Oh mein Gott. Der zeigt mir das ja, glaube ich, in dieser Tachonadel an, wann ich schalten musste. Ah, Gott, oh Gott. Ja, der verfärbt sich jetzt.
okay. Und das war ja so mäßig schienenmäßig. Das heißt, man konnte sie nicht frei auf der Strecke bewegen, sondern musste so in dieser Spur fahren, in dieser Schiene. Vielleicht werden wir sogar noch Erster? Na, nicht ganz. Ein Zweiter. Okay, wir werden es noch ein zweites Mal probieren. Da werde ich es auf jeden Fall besser hinkriegen. Das verspreche ich. Neustart. Ach ja, genau, man musste auch hier... Oh mein Gott! Nee, gleich nochmal. Weil der Motor halt noch so träge ist. Auch die Einstellung hier, dass man auf Viereck bestätigt. Kann auch natürlich daran liegen, dass der... Nein, was hab ich gemacht? Dass der PC denkt, dass es ein Xbox-Controller ist. Aber auf Viereck bestätige ich und auf X gehe ich wieder zurück, obwohl ich einen PlayStation-Controller habe und auch eigentlich die Einstellung gewählt hatte, dass das so übernommen wird. Im Spiel hat er das trotzdem nicht ganz adaptiert, sage ich mal. Was? Schlecht geschaltet? Oder habe ich mich da gerade verlesen? Ich hoffe, ich habe mich nur verlesen. Aber wie sie hier auf Spannung einfach keine Musik eingefügt haben. Oder war die Musik im ersten Durchlauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir haben gewonnen. Das ist schon mal ganz gut. Mitsubishi Lancer ES 2003. Glückwunsch, du hast freigeschaltet. Okay, wir haben neue Strecken freigeschaltet. Ich glaube für die Story, für den Singleplayer, also so freie Fahrt mäßig, wo man einfach nur irgendwelche Rennen selber fahren kann. Runden K.O. Okay. Machen wir auch auf schwer. Wenn schon, denn schon, ne? So. Stimmt. Fällt mir auch gerade ein, dass man in den ersten Need for Speed Teilen damals gar nicht seine Kennzeichen ändern konnte. Also da war immer so plump der Standardkennzeichen drauf im jeweiligen Spiel. Das war ja bei sehr vielen Need for Speed Spielen damals so. Der glaube ich mit Need for Speed 2015, also dem Reboot, hat es glaube ich meiner Meinung nach angefangen, aber bitte steinigt mich nicht, falls ich jetzt was Falsches sage. Weil ich habe sehr, sehr lange die Need for Speed Spiele gemieden, weil die mich einfach nicht angesprochen hatten. Und was ich wirklich hardcore gespielt habe, war Underground, Underground 2, Most Wanted und Carbon fand ich damals eigentlich ziemlich scheiße, weil das einfach mich nicht angesprochen hat. Das war mir irgendwie zu düster, zu grau alles. Also die habe ich auf jeden Fall kaum gespielt. Dann The Run und was dann noch alles so kam, habe ich auch alles geliebt. Das war auch nicht so meins. Das war ja dann nicht mehr so Tuning-fokussiert, sondern eher so wie die heutigen Fast and Furious-Teile. Einfach nur Action mit ein paar Autos drin. Also das fand ich alles damals nicht so geil. Ich bin da tatsächlich wieder mit Need for Speed 2015 wieder in die Spielereihe eingestiegen. Ja. Und habe seitdem auch wirklich jeden Teil gespielt und durchgespielt. Gekauft und durchgespielt, so. Boah, dieser Soundtrack, ne? An den kann ich mich auch noch erinnern. Das ist alles so Klassiker, die ich alle wirklich schon teilweise super vergessen habe. Wenn man die jetzt wieder hört, dann fällt einem eigentlich ein, wie geil man diese Songs damals fand, obwohl man gar nicht so die Musik gehört hat, also diese Musikrichtung. Ich bin jetzt einer, der eher seltener Rock hört. Aber diese Soundtracks hier, die sind einfach so geil und so passend. Man hat sich, ja, liegt auch wahrscheinlich daran, dass man die Spiele einfach Tag und Nacht gesuchtet hat und nichts anderes großartig hatte und man da sich an die Musik gewöhnt hat sozusagen. Aber was mich gerade wieder stört, ist, dass es wirklich super teilweise lahmarschig läuft. Jetzt gerade wieder flüssig und gleich haben wir wieder Einbußen. Aber auf jeden Fall, mein Rechner ist nicht ausgelastet. Also es liegt auf jeden Fall einfach an dieser, sag mal, RTX-Engine. Die
kommt damit wahrscheinlich nicht ganz zurecht. Oder das Spiel an sich. Die Spielengine vielleicht sogar. Wer weiß. Oh mein Gott. So, jetzt letzte Runde noch. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Darf ich auf jeden Fall keinen Fehler machen. Meine ganzen Kameras hier durchgeswitcht. Ich finde, die ist ein bisschen zu nah. Manchmal. Ja, Mann. Der Song. Das war mein absoluter Lieblingssong. Nach Get Low. Den habe ich so gefühlt, ne? Der hat mich auch so geboostet immer. Wenn der kam, dann bin ich immer doppelt so gut gefahren. Wenn ihr jetzt sehen würdet, wie ich hier abjamme. Die Passage hier, ne? Die ist wirklich so laggy. Gott, er kommt ja auch gerade übelst schnell angerast. Ist auf einmal gerade einfach auf der Karte aufgetaucht. Komm, wir schaffen das. Da eigentlich nur noch geradeaus. Jawohl. Damit haben wir's. So, Powerset haben wir auch noch gemacht, Rufmultiplikator, sehr schön. So, was geht jetzt hier ab? Wir haben jetzt alle groben Rennen jetzt durch. Okay, Turnier. Anfängerturnier. Nichts kann Eddie aufhalten, nur TJ kann dir jetzt noch helfen. Meld dich bei ihm. Ein paar Maulhelden meinen, sie können dich in einer 3-Rennserie in Downtown schlagen. Lässt du dich darauf ein? Natürlich. Sogar auf schwer. Erster gibt 8 Punkte, okay. Müssen wir uns merken. Jeder eine hat ja schon auf jeden Fall schon viel Geld in optisches Tuning ausgegeben. Der linke zumindest. Der rechte nur ein Hexboiler, wie ich sehe. Naja, schauen wir mal. Mann, ich muss doch immer dran denken, dass ich nicht die Schilder umfahre, weil die bremsen mich doch arg aus. Gleich haben wir wieder einen Performance Boost. Jetzt. Oh, jetzt läuft wieder plötzlich. Ja, vielleicht, wenn ich es wirklich nicht zu... Also wenn ich das auf jeden Fall nicht gehandelt bekomme, dann werde ich auf jeden Fall, wenn es mich zu sehr nerven sollte, dann irgendwann doch von alleine einfach auch direkt die Mod deaktivieren und dann richtig spielen. Einfach mit der Originalgrafik. Aber das schauen wir dann einfach im Laufe der Zeit. Wie gesagt, ich versuche das irgendwie hinzukriegen. Wenn ich es nicht hinkriegen sollte, dann ja. Nehme ich den Kauf, dass ich dann einfach die Mod deaktiviere. Ich hoffe, dass die in Underground 2 vielleicht ein bisschen besser optimiert ist. Weil ich habe zwar runtergeladen, installiert, aber ehrlich gesagt noch gar nicht gestartet. Deswegen, da muss ich dann schauen. Ja, dauert ja noch ein bisschen. Wir müssen ja jetzt erstmal noch ein paar Folgen in Underground 1 verbringen und das hier durchspielen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das werden. Ich glaube, ich hatte damals mal, also damals, vor nicht allzu langer Zeit mal geschaut, wie lange eigentlich Underground 1 und 2 an Spielzeit gedauert haben. Ich glaube, Underground 1 war so Story um die 16 Stunden. Und Underground 2 um die 20 Stunden. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht kriegt man das auch schneller hin oder langsamer, je nachdem. Aber so 15 Stunden, weiß ich nicht. Kann auch 14 sein. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen werden. Versuche immer so 45 Minuten bis ein bisschen mehr als eine Stunde zu machen, je nach Folge oder je nach Content und je nach Gehirnleistung, sage ich mal. Das ist ja auch schon doppelt so anstrengend als einfach nur so zu spielen.
wenn man dazu noch kommentieren muss. Das ist auf jeden Fall, es fordert einen heraus und schlaucht auch ein bisschen. Oh, guck mal hier. Weimar haben wir irgendwie schönes Licht. Das sieht doch gut aus, ne? Und gleich sieht es wieder nicht so gut aus. Na? Egal. Rein da, rein da. Und Gas. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Neustart gedrückt. Ich hoffe, ich habe jetzt einfach direkt das nächste Rennen gestartet. Aber doch, doch, ich habe das nächste Rennen gestartet. Vorhin sind wir ja woanders gestartet. Das passt. Ja, also, wenn ihr daran Spaß habt, auf jeden Fall, und euch das interessiert, dieses Let's Play, dann könnt ihr ja gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da lassen. Es wird auf jeden Fall jeder zweite Tag eine neue Folge kommen. Also für die nächste Zukunft sieht auf jeden Fall auch mein Upload-Plan so aus. Montag, Mittwoch und Freitag gibt es Tomb Raider. Dienstag, Donnerstag und Samstag gibt es Need for Speed. Und Sonntag gibt es dann immer die Special-Folge von Zurück in die Kindheit. Mit jedem Sonntag ein neues Spiel. Genau. Einfach vorbeischauen. Ein Abo da lassen, dann könnt ihr das auch nicht mehr verpassen. So, jetzt muss ich aber mich hier ein bisschen konzentrieren, weil der eine, der wird gerade ein bisschen aufdringlich. Oh, der ist hier gerade irgendwo hängen geblieben. Okay, jetzt sind wir in Runde 2. Wie viele Rennen waren das nochmal? Ich habe das vorhin vorgelesen, habe schon wieder vergessen. Waren es 2 oder 3 Rennen? Ich glaube, es waren 3 Rennen, ne? In einer 3-Rennserie, glaube ich, war das. Wenn ich mich nicht täusche. Naja, wir werden es ja gleich herausfinden. Müsste ja danach nur noch ein Rennen sein, wenn alles richtig ist, so wie ich es in Erinnerung habe. Ich will immer R2 drücken zum Bremsen, aber klappt nicht so ganz. Guck mal auf der Stoßstangenperspektive, aber ich wollte gerade sagen, vielleicht läuft es ja da flüssiger, aber auf jeden Fall nicht der Fall. Boah, wo kommt er denn her? Hat er schon los oder was? Nein! Aber er hat auf jeden Fall auch einen kleinen Unfall gehabt. Das ist auf jeden Fall ganz gut für uns, und ansonsten hätten wir jetzt verloren. Was jetzt aber auch nicht so schlimm wäre, wenn wir Zweiter gewesen oder geworden wären. Ein Rennen haben wir ja schon als Erster gewonnen. Oder abgeschlossen, eher gesagt. So, nächstes Rennen. Hä? Nein. Mein Controller hat sich gerade kurz abgesteckt. Und jetzt reagiert er nicht mehr. Ich kann den gerade hier nicht mehr im Spiel benutzen. Oh mein Gott. Das heißt, ich bin jetzt gezwungenermaßen dazu gezwungen, mit der Tastatur zu spielen. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Taste für... Also WASD oder... Okay, Steuertasten. Hey, 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 hey. Oh mein Gott. Ein Rennspiel mit Tastatur zu spielen... Das ist ja schon so lange her. Ich hoffe, ich krieg das auf jeden Fall hier gescheit hin. Schauen wir mal, ob das hier alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Aber ich denke schon, ne? Wow. Oh, hier lang. Nein, daran kann ich mich auch noch erinnern. Hier habe ich auch super viele Unfälle gebaut, weil ich hier immer abkürzen wollte und manchmal die Kurve nicht richtig gekriegt habe. Den Song kann ich mich zum Beispiel jetzt gerade gar nicht erinnern.
den habe ich wirklich keine Erinnerung dran. Oh Mann, jetzt werde ich hier gleich überholt. Alles nur wegen meinem blöden Unfall. Aber, okay, scheinbar können wir jetzt aufholen. Okay, jetzt versucht er wieder abzuziehen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja. Autozone. Get in the zone. Okay, sind jetzt alle drei hinten. Ich hoffe, ihr hört die Tasten jetzt nicht allzu sehr, wenn ich beim Reden auf die Tasten hier klimper. Aber ich denke, das sollte nicht so deutlich zu hören sein. Ich muss auf jeden Fall irgendwas machen, dass man hier das Spiel ein bisschen flüssiger erleben kann, weil es ist wirklich teilweise auch ermüdend, wenn das hier so langsam vonstatten geht. Halt wirklich so an wie so eine Zeitlupenfunktion, die nicht aufhören will, wo man keinen Einfluss drauf hat. Aber der Abschnitt hier, der geht ja eigentlich von der Geschwindigkeit her. Dabei fahren wir schon 170, 175 km/h, das ist ja jetzt nicht gerade langsam, ne? Aber das haben wir auf jeden Fall beendet, erfolgreich sogar beendet. Wir haben jedes Rennen als erster abgeschlossen. Die Controller geht halt wirklich immer noch nicht. Ist krass. Glückwunsch, 6250 kommen auf dein Konto. Du hast folgende Leistungsupgrade freigeschaltet. Motorauspuff, Antrieb, Reifenpaket. Ja, geil! Weiter geht's. Aber ich würde sagen, das war's auch erstmal für die erste Folge. Falls ihr Spaß hattet und euch das wirklich auch ein bisschen Nostalgie-Kick gibt, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge einschaltet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao. Clubs be hot, yeah. It's hugs after list, they usually don't search it.